Mein Name ist Franziska Heide. Ich bin an der Unternehmertum momentan externe Dozentin, bin aber schon seit 2011 dabei, habe auch einige Jahre das Team von Lectures und Seminars geleitet und mit meinen Kollegen zusammen das Projekt Flipped Classroom gestartet. Ich habe hier in Berlin studiert, Innovationsmanagement ursprünglich, bin dann nach München gegangen, bin selber Mitgründerin eines Eco-Retreat-Centers in Schweden, eines Seminarhauses in Spanien und betreue neben meiner Lehrtätigkeit verschiedene Gründer aus ganz verschiedenen Bereichen und unterschiedlicher Größen. Uns geht es darum, zusammenzubringen, zu verbinden. Wir als Unternehmertum sind ein Unternehmen mit ungefähr 70 Mitarbeitern, plus minus. Und da sind die Werkstudenten mitgezählt. Und wir versuchen zusammenzubringen die Leute, die Ideen haben oder Ideen, die da draußen rumschwirren, die Leute, die das Wissen haben, nämlich die Talente, das Kapital, diese Ideen auf den Markt zu bringen und dann den Markt überhaupt erschließen zu können, also Zugang zu Partnern. Diese Sachen machen wir mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen. Insgesamt ist unsere goldene Zahl 1000 Studierende und Wissenschaftler pro Semester, nein, pro Jahr. Das ist ungefähr ein Drittel der gesamten Absolventenschaft der TU München. Und diese Zahl, wir liegen da ein bisschen drüber, aber so Pi mal Daumen, erreichen wir diese Zahl pro Jahr. Und uns geht es nicht explizit nur darum, sie dafür zu begeistern, am Ende was zu gründen, sondern wirklich unternehmerisch denken zu üben. Soweit man das, da kann man sich streiten, wie sehr man das beibringen kann, aber man kann es mit Sicherheit üben, das glaube ich schon. Und dafür haben wir ganz verschiedene Programme entwickelt, die reichen von, was Sie hier ganz links sehen, einer Vorlesung, wo man wirklich sitzt und konsumiert, bis über Seminarangebote, über wirklich Tiefenangebote, Manage More ist ein dreisemestriges Tiefenstudium im Bereich Entrepreneurship, bis hin zum Executive MBA, also für alle, die schon jenseits der Universität sind und mindestens 4 Jahre Berufserfahrung mitbringen. In diesem Feld sind wir aufgestellt und da geht wirklich auch unser Herzblut rein. Aber Sie sind ja nun nicht hergekommen, um die Unternehmertum besser kennenzulernen. Insofern, worum geht es jetzt eigentlich? Es geht um die Frage, müssen Vorlesungen wirklich so aussehen? So in solchen Räumen, wie wir jetzt hier gerade zusammensitzen, obwohl es ein sehr schöner Vorlesungssaal ist. Müssen Seminare denn so aussehen? Wir glauben, dass es das nicht unbedingt muss und wir glauben, dass es auch nicht mehr zeitgemäß ist. Deshalb vorhin die Frage, wie lang wohl diese durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne ist. Ich glaube und meine Kollegen sind da mit mir einig, es braucht in der heutigen Zeit einfach eine andere Form von Lehrwissensvermittlung, die zeitgemäßer ist, wo auch alle irgendwie Lust drauf haben und nicht einfach da sitzen, weil sie da sitzen müssen. Insofern stimme ich Sir Robinson da sehr zu, der gesagt hat, Education is not based on diversity, but conformity. Und ich glaube, genau da liegt das Problem. Und wir haben dieses Problem schon jetzt. Sie sind alle tapfer, sie haben sich hierher begeben nach Mittagessen und okay, einer sehr interessanten Keynote, aber trotzdem sitzen Sie jetzt in diesen Reihen, müssen dem zuhören, was ich jetzt genau spreche, ob Sie diese eine Informationsbit nun gerade interessiert oder nicht, ob ich zu schnell oder zu langsam bin. Ich kann es nicht anders machen. Ich kann nicht wirklich individuell mit jedem von Ihnen arbeiten, wenn ich das so mache wie hier, dass ich stehe und rede und Sie hören zu. Das muss dabei aber nicht bleiben. Wir haben uns entschieden für einen Teil, erstmal nur einen Teil, aber es wird auf jeden Fall weitergehen, unserer Entrepreneurship-Ausbildung dieses Klassenraum-Setting einfach zu flippen, das heißt auf den Kopf zu stellen. Ganz konkret bedeutet das, dass wir eine Methode in Flip Classroom gefunden haben und ich betone eine, es ist keine ultimative, es geht sicherlich auch nicht für jeden thematischen Hintergrund, aber es ist eine sehr gute Methode, wirklich selbstgesteuertes Lernen anzuregen. Was bedeutet, dass sich die Studierenden, die zu uns kommen, in dieses Grundlagenseminar vorher schon vorbereitet haben. Und alle, die jetzt hier als Studierende im Publikum sitzen und denken, ja, würde ich das wirklich machen? Ja. Ja, sie machen es, weil sie Lust auf diesen Stoff haben, weil sie Lust darauf haben, wirklich irgendwas
im Entrepreneurship-Bereich zu machen oder sich einfach in diesem Bereich zu erfahren und weil sie als Team an ihrem eigenen Projekt arbeiten. Und deshalb setzen sich unsere Studierenden vorher hin und gucken sich Videos an, in denen wir Werkzeuge, in denen wir Wissen zusammengestellt haben, kurzweilig in 3 bis 5 Minuten wirklich ein Werkzeug präsentiert. Wenn ich mehr über meine Kunden verstehen will, was kann ich tun? Werkzeug Empathy Map, wie funktioniert das? Und diese paar Videos, das sind im Schnitt 3 bis 5 Videos pro Session, gucken Sie sich vor der Präsenzzeit an. Das heißt, die Studierenden kommen informiert. Da muss ich nicht mehr lange vorne stehen und irgendwie den Kasper machen. Die Studierenden wissen schon, worum es geht. Und das Schöne ist, diese Videos müssen auch nicht immer furchtbar langweilig sein. Also wir haben jetzt dieses relativ klassische Setting gewählt mit Folien auf der einen Seite und dem Sprecher auf der anderen. Aber als Sprecher kann man das durchaus mitbestimmen. Das muss nicht immer so ganz furchtbar ernst ausschauen. Das darf auch Spaß machen. Und durch diese Informationslage, die die Studierenden dann schon mitbringen, können sie in den Unterricht kommen, was jetzt kein Unterricht im klassischen Sinn mehr sein muss, sondern eigentlich ist es gecoachte Projektarbeit. Die Studierenden arbeiten an ihren eigenen Projekten, kommen informiert, setzen sich im Team zusammen und legen los. Der große Benefit davon ist nicht nur, dass die Studierenden schon informiert sind, sondern dass ich als diejenige, die da 4 Stunden, in dem Fall ist das ein Blockkurs, 4 Stunden mit diesen Leuten verbringt, wirklich da sein kann, wenn Fragen entstehen. Normalerweise ist nämlich das Setting, dass ich Wissen transformiere, rüberbringe, in Worte bringe, aus mir heraus in die Worte gebracht, zu den Studierenden hin, in der Hoffnung, dass sie es verstehen mögen. Und die Anwendung, die passiert außerhalb, da wo die Studierenden keine Möglichkeit haben, nachzufragen oder zu sagen, hey, hier habe ich es jetzt doch nicht verstanden oder hier war es jetzt irgendwie unklar. Und das kann jetzt im Classroom funktionieren. Und auch die Projektarbeit an den Projekten kann im Classroom funktionieren. Und damit haben die Studierenden die Möglichkeit, die Videos wann auch immer, und ich verrate natürlich kein großes Geheimnis, wenn ich sage, ja, die meisten schauen kurz vor Mitternacht, in ihrem eigenen Rhythmus 24/7 zu konsumieren und anzuschauen, dann in die Präsenzzeit zu kommen und dort wirklich zu arbeiten, Fragen zu stellen und über diese Hürden, die sie sonst alleine meistern müssten, mit mir gemeinsam hinwegzugehen und auch mit den anderen Studierenden gemeinsam. Wenn wir sagen, Teachers are the lifeblood of the success of schools, und daran glaube ich wirklich, ich habe, seitdem ich lehre, in jedem Semester die Frage gestellt, what if, es gibt ja eine Kreativitätstechnik, die heißt what if teachers were obsolete? What if we had a university without any teachers? Would that work? And what would that look like? Und ich finde diese Frage hochgradig spannend, denn eigentlich braucht es doch niemanden, der hier vorne steht und redet und die anderen hören zu, sondern es braucht einfach nur gemeinsames Arbeiten, informiertes Zusammenarbeiten. Und dafür, glaube ich, sind Lehrer, wenn wir sie dann noch so nennen wollen, oder Coaches wirklich wichtig. Und das sehen unsere Studierenden auch so. Ich habe hier ein Zitat mitgebracht aus dem vorigen Semester. Die Dozenten waren eine unermessliche Hilfe, weil sie immer mit Rat und Unterstützung zur Seite standen. Ich glaube, darum geht es wirklich. Wenn wir jetzt mal angucken, was wir schon an der Unternehmertum geleistet haben bisher, dann kann ich folgende 3 Punkte vorweisen. Wir haben aus den 150 Studierenden, die sich pro Semester bei uns anmelden, bilden die Studierenden in einem Prozess von uns gemanagt ungefähr 35 Teams. Also sie arbeiten an 35 verschiedenen Gründungsideen. Und diese Studierenden kommen aus allen 13 Fakultäten. Das heißt, es ist nicht fakultätsspezifisch, sondern wirklich für die gesamte Universität. Und wir haben auch einen relativ kleinen, aber immerhin wachsenden Anteil von Teilnehmenden aus anderen Universitäten. Das ist also keinesfalls nur auf die TU München beschränkt. Wir haben bisher im jetzt gerade vergangenen Sommersemester ein erfolgreiches Flipped Classroom-Modell durchgeführt. Das war unser Prototyp. Und wir machen eine longitudinale Studie der Teamarbeit, schon seit Wintersemester 12/13, und werden jetzt im kommenden Semester den Unterschied der Teamarbeit in nicht-flipped versus flipped Modellen messen. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Für 2015, 14 und 15 haben wir uns vorgenommen, jetzt im Wintersemester 2 unserer 5-wöchentlichen Seminare im Flipped-Style durchzuführen. Dann wird es ausgerollt auf alle, denn der Prototyp gibt Anlass zur Hoffnung, dass das wirklich gut funktioniert. Und wenn es jetzt mit 2 gut funktioniert, dann werden wir das auf alle unsere Grundlagenseminare ausrollen. Dann gibt es sozusagen
geflippte Camps. Also wir haben auch viele Angebote, die eine Woche dauern oder eineinhalb Wochen oder drei Wochen oder sowas, eher am Stück sind zu verschiedenen technologischen Themen, ICT, MedTech oder sowas. Also Camps, die wir jetzt schon durchführen, die dann deutschlandweit skaliert sind, also nicht nur unsere lokalen Angebote, sondern eben mit Gruppen aus ganz Deutschland arbeiten. Auch die wollen wir in der Flip-Methode dann anwenden. Und es wird ein Train-the-Trainer-Konzept geben, weil wir gemerkt haben, etwas, was schon besteht, ein Unterrichtsinhalt, ein Lehrinhalt, der schon besteht, den auf Flip zu transformieren, ist nicht immer gänzlich trivial und wir wollen da gerne unser Wissen weitergeben. Und wenn wir sagen, it's education that's meant to take us into the future, dann würde ich sagen, ja, das stimmt. Und unsere Studierenden sind der Meinung auch und sagen, das war echt cool, dieser Prototyp, lasst uns das weitermachen. Und deshalb haben wir gesagt, okay, let's flip it. Okay, also die Frage war, was sind Probleme, wenn man jetzt etwas auf Flipped Classroom-Format transformieren will? Gibt es Themengebiete, bei denen das ziemlich gut funktioniert und manche vielleicht auch, wo es nicht so gut ist? Und wozu braucht es so ein Train-the-Trainer-Konzept? Probleme gibt es diverse. Was ich zum Beispiel am Anfang nicht gedacht habe, war eine Plattform zu finden, die von der Anwendbarkeit her so intuitiv ist, dass es wirklich Spaß macht, mit ihr zu arbeiten. Also die Videos müssen ja irgendwie vorher an die Studierenden gebracht werden und das auch in einer Art und Weise, die irgendwie gut ist. Und diese ganzen MOOC-Plattformen, das kennen sicherlich viele von Ihnen, die sind prinzipiell erstmal geeignet. Allerdings sind wir jetzt der Meinung, dass die Form von okay, da einen MOOC aufzusetzen und ein paar Quizzes einzustreuen, an sich nicht genug ist, sondern unserer Ansicht nach macht diese Art von Learning, von diesem selbstgesteuerten Online-Learning nur dann Sinn, wenn sie mit einer Präsenzphase verbunden ist. Das heißt, wir waren relativ lange auf der Suche und haben es dann einfach selber entwickelt, eine Plattform, die beides unterstützt, also wo die Studierenden sich anmelden können und ich sie für meinen Kurs sehe, also sie wirklich auch in meiner Präsenz sehe und sie diese Videos zugänglich haben. Das ist jetzt eher eine technische Problematik. Inhaltlich würde ich sagen, es braucht es einfach ein anderes Denken. Also wir haben jetzt über Jahre Kurse konzipiert und auch die waren schon sehr interaktiv. Also schon auch unsere Seminare vor dem Flip-Modell haben 80% der Zeit Arbeit, also Übungen mit den Teams beinhaltet. Das war nicht, dass wir die ganze Zeit geredet hätten. Aber trotz allem ist es nochmal ein anderes didaktisches Herangehen, wenn ich mir überlegen muss, wie wahrscheinlich ist es, dass die Studierenden diese Inhalte jetzt schon wissen. Es gibt auch einen bestimmten Prozentsatz, der die Videos nicht geguckt hat. Wo knüpfe ich an? Wo hole ich die Studierenden wieder ab? Fange nochmal was an? Wo kann ich aber auch sagen, und jetzt lauft einfach los? Das in Verknüpfung mit dem technischen Problem, was ich eben schon erwähnt habe, führt dazu, dass man sich auch Gedanken darüber machen muss, wie kann ich während dieser Präsenzzeit sehr einfach die Online-Tools wieder einbinden. Also wenn ein Team jetzt zusammensitzt und an seinem Kundenproblem arbeitet, wie kommen die dann in dem Classroom direkt auf die entsprechenden Videos dazu? Also dass alles das relativ reibungslos funktioniert, ansonsten wird es für die Studierenden relativ anstrengend. Ich kann mir vorstellen, dass es Themengebiete gibt, für die Flip vielleicht nicht so funktioniert. Ehrlich gesagt ist mein Ansatz aber eher mal ein positives Denken. Insofern habe ich nicht so viel Recherchezeit darauf verwandt, wo es nicht funktioniert, sondern eher da, wo es funktioniert. Und ich glaube, im Entrepreneurship funktioniert es ganz wunderbar. Der große Mehrwert liegt darin, dass die Leute, die bei uns sind, ja Sachen machen wollen aus sich selbst heraus und ist eben sehr projektbetrieben. Das heißt, die kommen mit ihren Ideen und führen die dort durch. Wenn es jetzt irgendwas ist wie Mathematik, gibt es hier Mathematiklehrer, die mich da korrigieren können? Weil wenn, dann würde ich es sehr gerne hören. Kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie ein bisschen zäher ist. Allerdings muss ich sagen, gibt es Stanford oder so, gibt es in den USA einen Physikprofessor, der mit dem Flip-Modell auch sehr erfolgreich geworden ist, der gesagt hat, hey, ich mache meinen gesamten Physikunterricht damit. Und das funktioniert auch. Also insofern, ich möchte es jetzt nicht als allein heilig machende Methode hier hinstellen, insofern bin ich da vorsichtig. Aber in der Tat, glaube ich, ist es doch für relativ viele Themengebiete anwendbar. Der Trick des Ganzen, glaube ich, liegt einfach darin, sich zu überlegen, was kann ich vorher zumutbar schon in Form von Videos, in Form von Online-Inhalten vermitteln und wo liegt eigentlich wirklich der Mehrwert in der Präsenzzeit, in der Zusammenarbeit miteinander. Ich glaube, da war noch eine dritte Frage. Train a Trainer, genau.
In der Tat, ich glaube, es braucht jetzt keine neue Trainerausbildung oder sowas. Ich bin selber ausgebildete Trainerin der Erwachsenenbildung. Das denke ich, so weit müssen wir nicht gehen. Aber die Fallstricke zu finden in der Umarbeitung des jeweiligen Lehrmaterials. Wir haben da ein gutes Jahr dran rumgedoktert und ich glaube, dieser Prozess kann schneller gehen, wenn man das mit jemandem zusammen macht, der weiß, ah, okay, didaktisch macht das vielleicht Sinn und das hier eher weniger. Das muss nicht zwangsläufig jemand vom gleichen Fach sein, solange man einen inhaltlichen Sparringpartner hat. Insofern für diesen Transformationsprozess, der hinter dieser Umwandlung von normaler akademischer Lehre in Flipped Classroom steht, da glaube ich, kann man Expertise weitergeben. Für den Inhalt braucht man einfach einen inhaltlichen Ansprechpartner, der von der Materie Ahnung hat. Aber die beiden im Duo, glaube ich, können da wirklich sehr effektiv zusammenarbeiten und man spart sich einige Fallstricke, über die wir gestolpert sind. Interessante Idee. Also ich fasse das nochmal zusammen. Der Grundsatz, hast du gesagt, war die Khan Academy, kann man jetzt mal so als Beispiel im Hinterkopf behalten, die das ja schon macht, Inhalte online basiert aufzubereiten und dann wirklich in großem Stil auch zu verbreiten. Und wann diese Art von Lernenden in die Schule Einzug hält. Wann genau, weiß ich nicht. Ich bin aber sehr dafür, dass es bald ist. Ich persönlich glaube nicht daran, dass das Lernen so funktioniert, dass ich da irgendwo so einen Virtual Tutor oder sowas habe, also irgendwie so einen virtuellen Lehrer, auch wenn der ein ziemlich cooler virtueller Lehrer ist, aber keinen persönlichen Gesprächspartner. Also genau, ich glaube wirklich auch, dass es beides braucht. Insofern bin ich jetzt auch nicht so die große Vertreterin dieser ganzen MOOC-Welle. Die hat eine eigene Qualität, aber nicht das, was ich wirklich in der Ausbildung gerne sehen möchte, nämlich den Dialog, den Austausch miteinander, das Zusammenkommen miteinander. Wenn jeder von uns nur vor seinem Rechner sitzt, ist das eine Variante, aber ich glaube wirklich, dass es dieses physische Zusammenkommen unbedingt braucht. Und insofern, da braucht es natürlich auch gute Lehrer, die dieses physische Zusammenkommen dann gut halten und auch diesen Prozess begleiten können als Coaches. Ich denke, dass da auf jeden Fall noch Potenzial ist, die Inhalte einfach breiter zu streuen. Also wir müssen das jetzt nicht auf unserer eigenen Plattform machen. Wir hätten gerne irgendeine andere genommen, wenn die unseren Bedürfnissen entsprochen hätte. Uns ging es da jetzt nicht irgendwie drum, besonders exklusiv zu sein. Insofern da, glaube ich, liegt auf jeden Fall noch Potenzial, dass wir diese Inhalte breiter streuen können und dann auch mehr Inhalte mit einbinden. Die Studierenden kommen eh und haben ein wahnsinnig breit gefächertes Anwissen, würde ich mal sagen, also so Oberflächenwissen von wirklich ganz vielen verschiedenen Hintergründen, nicht jetzt unbedingt speziell und in die Tiefe, aber wirklich sehr breit. Und ich denke, das muss auch im Unterricht mit berücksichtigt werden. Und wenn diese Form des Lernens in der Schule Einzug hält, ich war vor 2 Jahren hier und habe bei einem anderen Summit in Berlin, habe an einer Tablet-Klasse teilgenommen. Wenn also sowas in die Schulen Einzug hält, dass die Schüler ihr eigenes Wissen mit einbringen in den Unterricht, weil sie an Problemen arbeiten und nicht an Fragestellungen, dann glaube ich, macht das wirklich richtig viel Sinn. Es gibt Lehrkonzepte in den USA, das heißt Problem-Based Learning, wo die Schüler gar nicht jetzt Physikunterricht haben oder jetzt Mathe oder sowas, sondern gemeinsam ein Problem lösen und an diesem Problem lernen, ah okay, physikalisch heißt das also das, da brauche ich jetzt irgendwie mehr Input dazu und dafür sind die Lehrer dann da, ihnen diesen Input zu ermöglichen oder ihnen zu sagen, wo sie ihn finden können. Und da, denke ich, liegt echt einiges von Potenzial drin.